Willkommen auf Womoblog. Etliche Leute haben uns jetzt auf dem Caravan-Salon gefragt, wie wir das denn machen mit 3 E-Bikes im Wohnmobil und wie das funktioniert mit dem Laden, wenn wir autark sind. Darum geht's heute. Drei E-Bikes im Wohnmobil. Wenn wir zusammen mit Inga unterwegs sind, dann haben wir natürlich 2 Räder hinten auf dem Heckträger. Und aus dem Grunde haben wir noch ein zusätzliches Klapprad. Das ist von Lacrosse, der Trotter. Den haben wir im Unterboden. Beim Laden müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr 3 E-Bikes habt. Aber da komme ich jetzt gleich nochmal dazu. Ansonsten ist es natürlich äußerst praktisch, denn so ein Klapprad mit 20 Zoll Rädern ist ideal zu fahren, gerade in der Stadt. Da benutze ich es öfters auch mal, wenn ich alleine bin. Es ist schon älter, also wir haben ein älteres Trotter und der, ja, das ist ein echter Lastenträger, ein VW Käfer, der fährt und fährt und fährt. Er ist vielleicht nicht der leichteste mit 19,5 Kilo, da kommen die Akkus noch dazu, aber er fährt sich im Endeffekt wie ein normales Fahrrad. Das hätte ich gar nicht gedacht. 20 Zoll Räder, dachte ich, oh, das lässt sich bestimmt in den Kurven wie so ein Kinderfahrrad fahren. Ganz im Gegenteil. Gerade die E-Bike-Funktion, die lohnt sich, denn mit 25, 27 Stundenkilometer fahre ich dann auch mit diesem Fahrrad. Drei E-Bikes bei einem Wohnmobil mit Heckträger, das geht eigentlich gar nicht. Also da muss man sich was einfallen lassen, denn das Gewicht von 2 E-Bikes ist normalerweise schon völlig ausreichend für den Heckträger. Deswegen haben wir ein Faltrad, wenn wir zu dritt unterwegs sind oder ich auch mal ganz alleine, dann nehme ich das auch mit und das kommt dann in den Unterboden. Wir haben ein Fahrrad vom holländischen Lacrosse, das ist eine Firma, die habe ich vor einiger Zeit mal entdeckt. Kostet 1599 Euro, ist wie gesagt jetzt nicht mehr das jüngste, hat schon einige Kilometer auf dem Buckel. Ein echtes Lastentier. Es gibt vielleicht auch leichtere, auch kleiner zusammenzulegen, aber ihr habt mich gefragt, was wir haben. Ich zeige euch das einfach mal und wir zeigen euch jetzt auch, wie wir es zusammenlegen und wir gehen dann auch darauf ein, auf was ihr darauf achten müsst, wenn ihr 3 Fahrräder im Wohnmobil laden wollt und autark seid, also nicht am Landstrom hängt. Denn 2 Akkus, also wenn Nadja und ich alleine unterwegs sind, haben uns schon 80 Amperestunden gekostet, wenn sie komplett leer waren. Dementsprechend muss die Akkukapazität vom Wohnmobil einfach zur Verfügung stehen. Und ihr müsst natürlich dafür sorgen, dass über wenigstens 1 oder 2 Tage die Ladung dann wieder aufgefüllt wird. Also dementsprechend braucht ihr eine Solaranlage oder wir haben noch eine Efeu dabei. Also das sind alles Komponenten, die zusammenspielen. Ich habe da einen kompletten Bericht auf Womoblog geschrieben. Den verlinke ich euch wie immer hier oben und dann könnt ihr euch das alles später auch nochmal nachlesen. So, jetzt gehen wir zum Wohnmobil und dann zeige ich euch, wie es funktioniert. Was ihr niemals machen solltet, ist mit 3 E-Bikes auf dem Heckträger fahren. Der Heckträger, der packt das vielleicht sogar noch. Aber die Rückwand, da fängt es an problematisch zu werden. Also im Regelfall sind die für 60, vielleicht 80 Kilo ausgelegt. Und mit 2 E-Bikes plus Heckträger habt ihr ja schon die 60 Kilo. Also fragt bei eurem Hersteller nach, wie viel Kilo gehen. Und dann entscheidet das. Bei uns sind es gerade mal 60 und ich habe keine Lust, dass mir nachher irgendwelche bleibenden Schäden an der Heckwand passieren. Das ist der Grund, warum wir ein drittes Fahrrad als Klapprad haben. Und sind wir mal ganz ehrlich, es ist ja wirklich so, dass heute die Klappräder durch diese E-Bike-Funktion sich eigentlich fahren lassen wie die großen Fahrräder. Es sind die Räder, also die Größe der Räder, die es unterschiedlich macht und die Lenkerbreite. Da muss ich auch manchmal ein bisschen an mir arbeiten, gerade wenn ich vorher das andere normale Fahrrad gefahren bin. Aber wenn man eine Zeit lang mitfährt, ist das alles ganz normal. Für uns ist es ein Lastenkahn. Ihr seht, das ist jetzt nicht gerade das sauberste. Ich habe es jetzt extra für euch nicht sauber gemacht. Es hat schon, ich weiß nicht, 1000, 2000 Kilometer auf dem Buckel. Wir fahren immer morgens zum Brötchen holen damit und kleinere Touren. Also immer dann, wenn du das
das andere Fahrrad gar nicht rausholen willst. Also ich rede jetzt von zu Hause, nicht nur im Wohnmobil ist es natürlich im Einsatz, denn das Fahrrad ist natürlich für uns ein Alltagsgegenstand. Faltrad hat natürlich den riesen Vorteil, dass wir es in den Unterboden reinbekommen. Und ihr seht, wir haben keine Heckgarage, wir haben einen Unterboden. Es liegt nachher so schmal zusammen, dass wir es bequem reinbringen. Zeige ich euch gleich. Vielleicht noch ein paar Sätze dazu. Es ist nicht das Leichteste. Es hat, ich glaube, 19,5 Kilo plus Akku, also sagen wir mal 23. Es ist wirklich massiv. Die ganzen Hebel, die sind aus richtig gutem Aluminium. Bin mir jetzt gar nicht sicher, wie stark der Motor ist. Es ist schon so lange her. 250 Watt kann sein. Es hat eine 7-Gang-Schaltung, wenn ich mich nicht irre. Mehr brauche ich eigentlich auch nicht wissen, denn du fährst ja mit diesen Fahrrädern einfach Schaltung an und treten und dann die Unterstützung wählen. Die Unterstützung wählt ihr hier vorne am Display. Er fährt, wie gesagt, die obligatorisch erlaubten 25 Stundenkilometer. Drehte ich im 7. Gang noch ein bisschen dazu, bin ich bei 27. Mehr will ich doch auch gar nicht. So, jetzt fängt es an zu regnen und bevor wir hier nass werden, packe ich mal schnell wieder zusammen. Na, Regen kommt Sonnenschein und jetzt kann ich euch auch das Zusammenfalten zeigen. Es ist wirklich ganz einfach. Hier vorne gibt es ein paar Sicherungen an diesen Hebeln. Und klack, schon ist der Lenker weg. Wir bauen den Sattel ab. So, und hier diesen Hebel. Der ist auch nochmal gesichert, aber ich vergesse es eigentlich jedes Mal. Die Pedale, die lassen sich auch noch wegklappen. Also einfach zusammendrücken, nach oben schieben. Jetzt den Hauptverbinder. Und ihr seht schon, jups, jetzt geht das Fahrrad zusammen. Hier hinten befindet sich ein Magnet, sodass Vorder- und Hinterrad jetzt miteinander verbunden sind. Und hier ist ein schöner Griff und hier unten drunter ein Ständer, also das steht jetzt auch alleine. Damit könnt ihr dieses Fahrrad einfach irgendwo hinfahren. Und das Schöne ist, wenn ihr das Fahrrad so mit in den Zug nehmt, dann gilt das als Gepäckstück und nicht als Fahrrad und ihr müsst nichts extra bezahlen. So, und dann einfach das Fahrrad nehmen. Ab in den Unterboden. Fertig. Jetzt unterhalten wir uns noch darüber, wie man die E-Bikes lädt im Wohnmobil, wenn man autark sein will. Ihr findet wahrscheinlich im Internet 100 Anleitungen, wie ihr euer Wohnmobil am besten ausstattet. Ich kann euch nicht sagen, was das Perfekte ist. Ich sage einfach mal, was wir gemacht haben und ich glaube, das kommt zumindest an unseren Perfektionismus ziemlich nah. Ja, was haben wir hier? Wir haben da hinten eine Lithium-Batterie, eine Bultron mit 280 Ampere-Stunden. Wir haben einen richtig großen Wechselrichter, 2000 Watt. Ich denke, 2000 Watt ist ein bisschen überdimensioniert, 1500. 1000 wird für das E-Bike-Laden auch reichen. Hier in der Mitte, ich weiß nicht, ob ihr das kleine Kästchen seht, ich blende das nochmal genauer ein. Das ist ein neuer Batteriecomputer von Blue Battery. Blue Battery, der verknüpft alle möglichen Geräte miteinander und bringt euch dann auf dem Handy, ja, grafisch sogar die Leistungen eurer Batterie und was gerade so alles verbraucht wird. Tolles System, mache ich mal einen eigenen Film davon, das nur so am Rande. Das sind jetzt gleich die Bilder von der App, die ihr da seht. Das Tolle ist, ihr könnt da euren Laderegler, Victron, Alden, Büttner, ich weiß nicht was alles, anschließen und der addiert quasi sämtliche Ladeströme und subtrahiert logischerweise alles das, was ihr entladet. Ich habe hier oben mir ganz einfach eine Dreiersteckdose hingestellt für unsere Ladegeräte. Hier unten laden wir die dann. Der Wechselrichter ist jetzt angeschlossen und dementsprechend können wir sofort anfangen, die E-Bikes zu laden. 280 Ampere-Stunden, das hört sich jetzt erstmal viel an.
Aber die brauchen wir auch. Und natürlich, wenn ihr nur 100 habt, dann wird es ein bisschen knapp. Ich glaube, 200 langen auch. Ich habe halt jetzt die 280er genommen, weil die gut dorthin passte. Aber irgendwo in der Größenordnung 200 solltet ihr euch bewegen, wenn ihr mehr als ein, also zwei E-Bikes oder wie wir halt auch mal drei E-Bikes laden wollt und längere Zeit autark sein möchtet. Früher hatten wir AGM-Batterien, mittlerweile haben wir Lithium-Batterien und ich kann es euch nur empfehlen. Also, wenn es finanziell irgendwie machbar ist, steigt auf Lithium-Batterien um. Benutzt eure AGM-Batterien, solange es nur geht, also solange sie halt einfach die Energie auch abgeben. Ihr müsst jetzt nicht neue AGMs rausschmeißen, um auf Lithium umzusteigen, aber es hat mehrere Gründe, kommen wir gleich noch dazu. Ich habe euch hier mal ein bisschen was aufgebaut. Das sind die normalen Ladegeräte. Also hier das von Lacrosse, da habe ich einen Bosch, noch einen Bosch, da habe ich ein paar Akkus. Das sind so diese normalen 500 Watt Akkus von Bosch. Ich habe hier ein Bosch Ladegerät mit 2 Ampere. Ich habe hier eins mit 4 Ampere und das Lacrosse hat auch 2 Ampere. Die haben wir natürlich ganz normal zu Hause für unsere 500 Watt Akkus, waren diese 4 Ampere Ladegeräte dabei. Aber die haben natürlich gewisse Wirkungsweisen im Wohnmobil. Die will ich euch jetzt zeigen und dazu habe ich diese App von Blue Battery. Ich blende die hier mal ein. Da sieht man eigentlich sehr schön den aktuellen Verbrauch oder wie die Batterie momentan steht. Ihr seht, wir stehen da momentan recht gut da. Von der Sonne kommen 11 fast 12 Ampere und dementsprechend lädt die Batterie momentan mit 3 Ampere, denn da drinnen läuft momentan der Fernseher und alles Mögliche, einfach damit wir mal Strom verbrauchen, damit ihr seht, wie das ganze System funktioniert. Also wir haben momentan 3 Ampere und wenn ich mal so ein Ladegerät anschließe, ich nehme jetzt mal das von Bosch. So. Und dann gucken wir uns doch mal an, was die App dazu sagt. Paar Downs. Wir waren bei plus 3, sind jetzt bei minus 12, also das sind jetzt mal 15 Ampere, die dieses Ladegerät, die dieser Akku aus der Batterie zieht. Das ist schon eine ganze Menge Holz. Könnt ihr euch vorstellen, wenn wir jetzt zwei Ladegeräte davon hätten, also zweimal das große, dann wären das dementsprechend 30 Ampere, die auf einen Schlag da entnommen werden. Nehmen wir das kleinere. Naja, so bei 4, 5 Ampere sind wir jetzt. Das kommt auch in etwa hin. Also etwa die Hälfte, 6,5, 7 Ampere. Und wenn ich jetzt das Lacrosse nehme, sollte jetzt keine Überraschung sein. Da sind wir auch bei minus 4, also plus 3 sind wir auch bei 7 Ampere etwa. Ich habe es gerade eben gesagt gehabt, problematisch wird das Ganze, wenn ihr mehrere Akkus gleichzeitig ladet. Also den Bosch hier, gegebenenfalls sogar mit dem großen Ladegerät. Geht das mal nach unten. Also einmal zwei, einmal vier. Und Überraschung. Wir sind ganz schnell bei 28 Ampere, die wir da im Minus sind. Also die Batterie zieht richtig ordentlich. Rein rechnerisch hat so ein 500 Watt Akku 40 Ampere. Also das heißt, wenn ich zwei Stück lade und die waren komplett leer, habe ich schon 80 Ampere, die ich logischerweise aus der Batterie ziehen muss. Kommt noch ein dritter dazu,
bin ich gegebenenfalls bei 120 Ampere. Das muss man wissen, denn die Batterie hat, wie gesagt, bei uns jetzt 280, vielleicht bei euch 200 Ampere Stunden. Und wenn ich das rausziehe, ja, dann ist die Batterie natürlich ganz schnell leer. Habe ich sogar nur eine AGM, kann ich davon nur die Hälfte etwa verwerten. Also ich habe 100 Ampere Stunden als Batterie, AGM, dann kann ich nur etwa 50 Ampere Stunden entnehmen. Das heißt, wenn ihr zwei Akkus damit ladet, dann habt ihr eure Batterie eigentlich schon geschädigt. Dementsprechend solltet ihr kalkulieren, was brauche ich, um längere Zeit autark zu sein. Für uns waren das dann dementsprechend mindestens 200 Ampere Stunden. 280 Ampere Stunden gibt uns ein bisschen Puffer und irgendwo muss ja nachher auch das Wiederladen kommen. Und da sind wir genau bei dem Thema hier oben: Solarstrom. Wir haben aktuell 12,13 Ampere. Die Sonne steht schon relativ schräg. Wir haben ein paar Wolken davor. Das sieht jetzt alles sehr sonnig hier aus. Also nicht wundern. Wir haben 420 Watt auf dem Dach. Also auch da sage ich rein rechnerisch immer pro 100 Watt 5 bis 7 Ampere. Gerade mal 5 Stunden, dann ist wieder ausgeglichen. Wunderbar. Bei der Hälfte des Stroms, also bei 10 Ampere, dauert es dementsprechend 8 Stunden und so weiter. Und das ist der Grund, warum ihr kalkulieren müsst. Wir haben nochmal zusätzlich zwei Solarfolder. Also gerade wenn wir autark stehen, dann stellen wir die gerne mal dann um die Mittagszeit noch in die Sonne, damit wir einfach so viel wie möglich Strom bunkern können, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Haben wir die nicht, haben wir im Unterboden nochmal eine Efeu. Die Efeu produziert auch dann Strom, wenn keine Sonne am Himmel ist. Das ist der große Vorteil im Herbst, im Winter und natürlich im zeitigen Frühjahr. In den anderen Zeiten reichen die Solarzellen, die wir auf dem Dach haben, locker aus. Aber gerade in diesen Grenzbereichen oder wenn wir eine geschlossene Wolkendecke haben, ja, da wollen wir ja auch noch Fahrrad fahren, dann ist es natürlich Gold wert, dass wir so eine Efeu haben. Es gibt natürlich auch Alternativen zu euren Ladegeräten, die ihr ja auch zu Hause benutzt. Es gibt Geräte, die könnt ihr direkt an 12 Volt anschließen, ohne den Wechselrichter. Denn es gibt ja auch einen Nachteil bei der ganzen Geschichte. Der Wechselrichter, der produziert Verluste, Leistungsverluste. Man sagt da zwischen 5 und 10%, also bei Frauen eher Richtung 5%, hoffe ich. Und dementsprechend finde ich, ist das nicht so schlimm. Denn warum soll ich mir für viel Geld, und es gibt ein paar Geräte, den sogenannten Power Butler, den kann ich euch in dem Moment da nennen, gibt noch ein paar andere Geräte. Es gibt ein paar Geräte, mit denen ich meine E-Bikes direkt aus der Batterie laden kann, aber dann habe ich ein spezialisiertes Gerät mit entsprechenden spezialisierten Kabeln gegebenenfalls und kann nichts Sonstiges damit betreiben. Mit unserem Wechselrichter kann ich natürlich auch eine Kaffeemaschine oder sonst was betreiben. Und deswegen glaube ich, ist die bessere Lösung der Wechselrichter, also Batterie, Wechselrichter, Solar, das ist für mich die beste Kombination. Dann seid ihr in der Lage, auch alle anderen Geräte damit zu betreiben, die ansonsten 230 Volt brauchen. Also insofern nehmt eure handelsüblichen Ladegeräte von zu Hause und werdet damit glücklich. Mehr braucht ihr da nicht. Ich glaube, damit bin ich durch. Ich habe alles erzählt, was man so zum Laden wissen muss. Wie gesagt, große Batterie, 40 Ampere, immer dran denken, braucht schon mal einen Akku. Natürlich, wenn er ganz leer gefahren ist. Also, wenn ihr nur halb leer gefahren habt, dann die Hälfte logischerweise. Aber gehen wir mal davon aus, der ist komplett leer gefahren. 40 Ampere, jetzt könnt ihr hochrechnen, wie viel solltet ihr dann mindestens in der Batterie haben, damit das alles auch mehrere Tage funktioniert. Also, kalkuliert einfach, 2, 3 Tage lang will ich damit fahren, 80 Ampere Stunden, 80 Ampere, dann sind das. Was habe ich gesagt? 3 Tage, 80 mal 3 sind 240 und dann habt ihr schon die Größe, die etwa eure Batterie sein muss. Haben wir jetzt nur die Batterie gesprochen und nicht berücksichtigt, dass Solar ja auch wieder reinpumpt. Je länger das funktioniert mit dem Ausgleich über Solar, desto länger könnt ihr autark sein. So, ich hoffe, euch hat mein kleiner Clip gefallen. Dann gebt uns doch ein Like oder schreibt mal hier einen Kommentar. Vielleicht habe ich auch wieder irgendwelchen Mist erzählt oder habe die Ampere und die Ampere-Stunden durcheinander gebracht. Dann
Sagt mir das ruhig, wir diskutieren gerne mit euch. Besucht uns auf Womoblog, da gibt es noch eine ganze Reihe von Selbstbauanleitungen, Produkttests und Reiseberichte für euch. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Wieder aufräumen. So, jetzt geht's weiter. Abschalten, ist jetzt fertig. Schluss. Aus. Ciao.